Hi-ho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel und Zwergenfreunde zur zweiten Staffel von Pillars of Eternity. So, uns fehlt hier an Anslogs Kompass nur noch die Meereshöhle. Die werden wir jetzt mal nachholen. Und dann können wir mal nach Goldthal zurück und Quests abgeben. Wir haben ja ein paar jetzt. Einmal den Schmied, dann den Trank für Aufra. Und den Müller müssen wir auch noch machen. Das war aber so geplant, dass wir den noch nicht machen, weil ich erst beim Schmied und bei Aufra einschlagen will. I'm here. I'm here. So. Da habe ich mal ganz kurz geschwiegen, weil ich mich konzentrieren musste. So, du buffst mal. Alof. Du hilfst mal schnell wegzumachen. Du heißt dich gleich mal hoch. Nein, das hat nicht geklappt. Also laden wir die Meereshöhle doch mal. Irgendwie ist das doof, dass alle drei auf einmal gekommen sind. Ich dachte, ich könnte nur einen anlocken erstmal. Yes. Aber da bin ich wohl zu weit reingegangen. Weil die Jungs sind ein bisschen wie die Bud Spencer-Pilze aus, ja, aus. Jetzt haben die den Buff nicht abgekriegt. Ah, scheiße. Gut, so scheint es aber zu funktionieren. Dann haben wir noch mal hier was hinterher. Göttliches Mal noch. Lavaru Beyond Sea. So, Duels ist fast aufgebraucht. Alof ist aufgebraucht. Kada kann aber mal ihre Schadensreduktion reduzieren und Alof kann das machen. Und sie geht auf Durins los. Das ist nicht so gut. So, Durins, du ziehst dich mal zurück und machst den hier. So, werden wir das Vieh umboxen. Und die Feuchtspuren einsammeln, die wir besorgen sollten. Gut, jetzt muss noch Big Mama weg. Aber die Feuchtspore selber ist ja meistens nicht so problematisch. Weil die eigentlich nichts macht, außer einen von uns aus dem Spiel nehmen, indem er sie verwirrt. Die sind halt nur wirklich in Kombination mit ihren, mit den Sporlingen gefährlich. Deswegen versuche ich meistens die Sporlinge von ihr wegzulocken. So, ein paar Sachen einsacken. Was ist hier drin? Wow, ein Kriegsbogen. Und hier steht noch etwas. Moos und Schimmel haben sich wie eine Decke über die Knochen gelegt. Sie riechen erdig und nass. I'm here. Mhm. Oh, ach ja, Kräuter hier noch. Höhlenkorallen. Sehr viele Höhlenkorallen. So. Ab Level 4 können wir übrigens anfangen, Waffen aufzuwerten. Wobei Eri dafür mal einen gescheiten Stab bräuchte überhaupt, den sie aufwerten könnte. Aber bei Edda zum Beispiel. Ja, das würde ich übrigens auch mal ansprechen. Dieses Schmiede-Upgrade-Ding hier oben. Ich finde das nicht so toll durchdacht.
Sie hätten es eher so machen sollen, dass man von jeder Kategorie nur eins auswählen kann und dann das andere überschrieben wird. Was ja sowieso gemacht wird, weil es jeweils nur eins sein kann. Bei Standardwaffen ist das ja kein Problem. Da kriegt man mit 8, 2, 4 kriegt man das Maximum hin. Also indem man die Waffe auf Legendär schmiedet, was alles beinhaltet. Also ja, präzise, beschädigend. Ja, beschädigend und präzise. Also Legendär macht Genauigkeit und Schaden. Legendär ist eine neue Stufe, fällt mir übrigens gerade so auf, weil ich kenne nur außergewöhnlich und hervorragend. Ja, und die zwei Sachen, beschädigend und präzise jeweils, das sind genau, die beiden Sachen zusammen sind halt außergewöhnlich, also die machen außergewöhnlich. Und hervorragend, ist halt schon stärker als die beiden zusammen. Und legendär ist ja aber übelst viel besser. Und ich habe dafür sogar gerade die Höhlenkorallen gesammelt. Ja, cool. Aber ja, das hätten sie eigentlich weglassen können, hier oben. Also das allgemeine Level, weil bei verzauberten Waffen, habe ich da was gerade zufällig? Der gute Panzerbrecher, der ist schon von vornherein gut. Nein. Ja, Durins Stab zum Beispiel. Nein, der zählt auch nicht so gut. Wie wär's mit Durins Robe? Ja, die zählt ziemlich gut. Auch nicht, weil der Attributsbonus hier drin ist. Der Verfassung plus 2. Sind die neu übrigens, die Attributsboni? Die kann ich mich jetzt gerade gar nicht erinnern. Was ist mit Edda? Ja, genau, hier zweite Chance. Zweite Chance braucht einen Punkt. Das heißt, wenn ich Qualität reinpacke. Oh, das ist auch ziemlich nice. Und dass es da auch legendär gibt. Ja, wobei, das geht hier eigentlich auch noch ziemlich gut. Ich könnte sogar schon die Verfassung bei Edda steigern. Wahrnehmung kann ich nicht steigern, da bräuchte ich eine erweckte Wurzel für. Entschlossenheit plus 2, das müssten wir bei Eri reinmachen. In ihre endgültige Rüstung, wenn sie mal eine hat, dann. Yes. Ja, gut. Zu sehr abgeschwiffen. Wir gehen jetzt den Trank brauen und dann zurück nach Goldtal. Mal ordentlich rasten. Wir wollten ja eh nach Goldtal zurück. Damit habe ich schon mal die drei Gebiete dann abgeschlossen. Das heißt, wir machen als nächstes in Goldtal den Tempel und dann gehen wir in Richtung Redricks Festung, bevor wir dann Khet Nuur machen. Aber erstmal hallo Ranga. Hello. Vorsicht mit diesen Sporlingen, sie dringen schnell in deinen Verstand ein. Ranga tippt sich leicht gegen die Schläfe. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die Sporen so nützlich sind. Ich habe hier ein paar von den Sporen. In der Tat hervorragend. Gib mal eine her, dann gebe ich sie in den Kessel. Das sollte nicht lange dauern. Die Mixtur ist fertig. Bring sie zur Aufra. Sag ihr, sie soll sie vor dem Einschlafen trinken, denn sie macht schläfrig. Am Morgen sollte sie sich dann vitaler fühlen. Sag ihr, sie soll mehr Fisch essen, Käse auch. Der Trank wird für einen gesunden Appetit sorgen und sie kräftigen. Wenn ich mich recht erinnere, ist sie eine ziemlich zerbrechliche Frau. Moment, ich dachte, das wäre ein Heilmittel. Was ist denn überhaupt in diesem Trank? Ich werde ihn zu ihr bringen. Was ist in diesem Trank? Ich kann nicht alle meine Geheimnisse offenlegen. Ranga lächelt. Ein paar Feuchtsporen, aber das weißt du ja schon. Sie werden ihre Seele stärken und ihr die Energie zurückgeben, die sie ihr einst stahlen. Es wird das Vermächtnis nicht heilen, das kann ich dir ganz frei heraus sagen. Leiden des Körpers kann ich wohl versorgen, aber bei Gebrechen der Seele bin ich machtlos. Vor allem, wenn die Götter dafür verantwortlich sind. Ranga verschränkt ihre Arme. Das habe ich auch erklärt, aber die Leute glauben, was ihnen gefällt. Also lass sie glauben, vielleicht wird das helfen. Der Glaube ist eine mächtige Angelegenheit. In der Zwischenzeit wird sie sich viel besser fühlen. Und wenn das Vermächtnis ihr Kind nicht fordert, dann wird es gesund geboren werden. Das zumindest kann ich versprechen. Ranga, du bist nichts weiter als eine Scharlatanin, also gut, dann gehe ich besser mal.
Also du bist eine Scharlatanin. Unsinn, viele Jahre schon bin ich Hebamme. Was ich nicht bin, ist eine Wirkerin unmöglicher Wunder. Wenn du etwas gegen das Verdächtnis unternehmen möchtest, dann solltest du dich besser um Fürst Redrick kümmern. Denn seine Bestrafung ist es, die diese Frauen zu mir treibt. Wie versprochen habe ich alles in meiner Macht stehende getan. Bitte bestell Aufram meine besten Grüße. Wait, Level Up für Eri. Und nur für Eri. Ein Punkt in Mechanik und das war's wahrscheinlich auch schon. Ah, ein Punkt in Heimlichkeit vielleicht noch. So, jetzt die Fähigkeiten. Also die ersten vier hier sehen nach Paladin-Fähigkeiten aus. Das darunter ist wieder dieses Pseudoklassenübergreifende. Ja. Also vom Krieger bis zum Priester bis zum Kleriker hoch. Was haben wir denn hier? Größeres Handauflegen. Das macht mein Handauflegen besser. Ich glaube, ja, sieht fast aus, so 50%. Unbelasteter Glaube macht meine Glaubensfähigkeit, die meinen Schutz erhöht, besser. Nein, das negiert die negativen Sachen. Also wenn ich eine Reputation habe, die nicht mit meinem Orden einverstanden ist, deswegen unbelastet. Tiefer Glaube, das macht, glaube ich, meine... Ja, das macht meine Fähigkeit besser. Nämlich plus 2 Abwehr, plus 3 Verteidigung. Das wäre zum Beispiel schon mal nicht schlecht. Also plus 3 auf alle anderen Verteidigungen. Ja. Und schützende Berührung, das ist wieder Hand auflegen. Da kriegt jemand 12 Abwehr für 10 Sekunden. Das ist auch nett, aber... Ich benutze Handauflegen irgendwie nicht so häufig zurzeit. Das kann ich mir also auch für später aufheben. Ich könnte auch bei Defensiv Waffe und Schild nehmen. Dann krieg ich plus 6 durch Abwehr durch Schild und auch Reflexe. Also auch nicht schlecht. Hiermit kriege ich auf alles, aber nicht so viel. Und damit kriege ich nur auf Abwehr und Reflexe jeweils plus 6. Vor allem hier kriege ich nur 2 Abwehr. Ich nehme aber trotzdem mal das hier. Jo. So, jetzt müsste ich ja theoretisch Glaube und Überzeugung plus 4 plus 9. Ah ja, hier plus 2 plus 3 durch tiefer Glaube. Hand auflegen. Ich finde es lustig, wie die Sachen hier so einen breiten Text, so ein breites Textfeld haben. Und die Sachen hier unten ein schmaleres Textfeld, was ein bisschen anders auch... Nö, sieht gleich aus. Hat den gleichen Rahmen drumherum. Aber ja, gut. Das heißt, wir können uns von hier verabschieden. Wir haben den tollen Trank für Aufra im Inventar. Ja, zugestöpselte Ampulle. In dieser großen abgerundeten Glasbehälter befindet sich eine fahle grüne Flüssigkeit. Die Ambauna-Hebange Ramka hat ihn dir übergeben. Und wir haben das, die Frachtkiste für den Schmied. Gut. Dann mal zurück nach Goldtal. Cool, von dem Bild aus kann man die Mühle und den eingefallenen Tempel sehen. So, erstmal zum Schmied. Jo. Da die Kiste abgeben. Weil ich will mal versuchen, ob ich Kolzk triggern kann, indem ich Aufra ihren Trank gebe. Also ihre Quest abschließe. Aber erstmal ihm hier. Ah, du bist zurückgekommen. Kann ich dir mit etwas helfen? Ich habe die Lieferung gefunden, auf die du gewartet hast. Tuatano streckt die Hände nach der Kiste aus und hebt sie mühelos auf den Tresen. Ein breites Grinsen zieht ihm übers Gesicht. Na, das hast du tatsächlich. Das sind ja hervorragende Neuigkeiten. Endlich können wir wieder an die Arbeit gehen und dir zeigen, was Schwarzhammer-Qualität bedeutet. Schwarze Hammer-Qualität. Nicht diese leichten Schwertchen da. Du hast einen Gegenstand verloren. Frachtkiste. Gruppe hat Erfahrung erhalten. Gut.
Ja, ein kleiner Vorgeschmack für dich. Er duckt sich hinter den Tresen und kommt mit einem schweren Holzschild in der Hand wieder hoch. Großartiges Material stand dafür nicht zur Verfügung, aber es ist immer noch schwarzer Hammer, Handwerkskunst. Nimm das doch ruhig schon mal. Du hast einen Gegenstand der Speisekammertür. Yay. Und hier auch noch ein paar Münzen für deine Unabhängigkeiten. Sein zufriedener Gesichtsausdruck verdüstert sich. Hast du jemanden beim Wagen gefunden? Der Wagen wurde von Banditen erbeutet. Ich bezweifle, dass seine Leute überlebt haben. Vermutlich waren sie nicht der Ansicht, dass es sich lohnt, für Eisen zu sterben. Dann nehmen wir das erste. Tuatado schüttelt den Kopf und fährt mit einer Hand über seinen kahlen Schädel. Die armen Kerle. Ich sagte ihnen immer, zu ein paar Wachen anzuwerben, anstatt sich das Geld dafür in die eigene Tasche zu stecken. Er seufzt. Ich werde noch mehr Helfer einstellen müssen. Du möchtest dich nicht zufällig in Goldheit niederlassen und es mit Auslieferungen probieren? Er lächelt schwach. Nein, danke. Vielen Dank für deine Unterstützung, Freund. Gib mir ein bisschen Zeit am Schmiedefeuer, dann kannst du dir eine Waffe aus der nächsten Produktion aussuchen. So, Schmiedeslieferung ist abgeschlossen. Tuatado, der Schmied von Goldhahn, wartet schon seit langer Zeit auf eine Lieferung. Er sorgt sich, dass dem Wagen, der auf der öffentlichen Straße nach Goldhahn unterwegs war, etwas passiert sein könnte. Ich brachte Tuatado seine verschwundene Lieferung zurück. Er freute sich darüber, bedauerte aber den Verlust seiner Arbeiter. Er versprach mir Zugang zu besseren Waren zu verschaffen, da er nur die dafür erforderlichen Ressourcen habe.